Okay, Leute, wir melden uns wieder aus der Underground von Aiden. Aiden Underground. Und wir wollen uns jetzt noch umsehen, weil wir sind ja noch längst nicht hier durch. Und das Spiel, das geht ja noch ein bisschen länger als ein paar diese paar Parts. Deshalb rutschen wir jetzt mal hier in diese riesige Tiefe, wo es so dunkel ist, dass unser ganzer Bildschirm schwarz wird. Denn diese Schwärze, die hat es diesem Spiel echt angetan. Nein, wir kriegen keine Nachricht, dass es irgendwie lädt oder so. Wir machen das einfach so lange dunkel, bis es weitergeht. Oh, so wie jetzt. Ich erinnere mich hier an etwas, das hier gleich passiert. Nicht erschrecken, Leute. Ich wusste es. Leute, das ist so witzig. Oh, shit. Was ist das? Ist jetzt ein Problem, Mann. Das geht ja wohl gar nicht hier. Nein. Wow. Alter, können wir uns mal auf den Unentschieden einigen? Nein, können wir nicht. Oder du stirbst, das finde ich auch okay. Oh Gott. Pflanzenkotzviecher sind auch ziemlich nervig. Na, habe ich mich gerade selbst abgeschossen? Das gibt's ja wohl nicht. Nein. Wow. Jetzt wird gekämpft, oh! Ja! So gut. Ich wusste mir gerade nicht anders verhelfen. Das war nicht sehr witzig. Gut, Knopf drücken ist immer gut. Knopf gedrückt. Wo seid ihr, Leute? Was ist das denn? Wie kann mein Schatten darüber gucken? Egal. Ich ignoriere das jetzt mal. Ach Gott. Geht ihr weg? Ist da oben was umsonst? Ich hoffe doch. Denn sonst würde sich das hier alles gar nicht lohnen. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich hatte aber gar kein gutes Gefühl. Yo, super, okay, Leute, hier sind wir wieder an den Schalter angekommen. Wir lassen uns jetzt noch nicht zerhexen und gucken diesmal, was dieser Knopf überhaupt bringt. Warum aktivieren wir den denn überhaupt? Das ist hier wegen der Brücke. Die geht jetzt hoch. Da müssen wir jetzt... Oh Gott, Käfer! Da müssen wir jetzt ganz schnell rauf! Nein! Okay. Ja, auf jeden Fall müssen wir da jetzt ganz schnell rauf. Das geht am besten, wenn man da rauf springt. So ungefähr. Und dann ganz schnell wegrennt. So. Und dann dürfte man jetzt nicht sterben. Alles klar. Gut, das geht doch schon mal perfekt hier. Hier ist ein Schalter. Den muss ich drücken. Wow. Und alles wird weiß. Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt los? Was habe ich denn jetzt aktiviert? Na, egal. Das sollte ja hier nicht so das große Problem werden. Ach du Scheiße. Oh, was denn? Wo habe ich denn? Ach gut. Das soll ja jetzt nicht das große Problem hier werden. Also, schauen wir uns doch mal dieses Drehdings hier an. Ich glaube, nein. Was ist denn hier noch? Und was sind das hier? Und was hier? Und warum? Und okay, geh einfach mal rauf. Och, ihr Käfer, ihr geht mir so auf die Nerven. Ich werde jetzt nicht hier gleich zerquetscht oder so eine Witze, ne? Das ist ja nicht ziemlich scheiße. Danke. Wow, 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 wow. Alles klar, könnt ihr mal warten mit euren Aktionen? Oh, wo ist dieser Käfer, Alter? Wenn ich dich in die Hände bekomme, dann denke ich euch auch. Ja. So macht ihr das nicht, wenn ihr das selber spielt. Oh, endlich habe ich dich. Geil. Also so macht ihr das auf keinen Fall, wenn ihr das Spiel selber spielen solltet. Okay. Käfer. Nein, du bist hier einer von diesen netten, verfluchten Monstern, die immer mit ihr blöden Pflanzenscheiß auf einen schießen. Scheiße. Okay. Dankeschön. Ich hasse Monster, die mit ihrer Pflanzenscheiße auf mich schießen. Ah, Pilze. Was ist das hier für ein Knopf? Knopf. Gedrückt. Okay. Ah, cool. Wenn ich den Knopf drücke, kommt Käfer auf mich zu. Nein, ich glaube, das ist nicht der Sinn der Sache. Was zur Hölle ist denn jetzt los? Oh, Alter. Soll mich das jetzt hier jetzt umbringen, oder was? Ich verstehe es nicht. Okay, gut. Wir probieren es einfach mal aus. Alles klar. Und zack. Und zack. Ach Gott. Ich bin gerade wieder so aufgeregt. Tut mir leid für dieses lächerliche Kommentar hier. Oh. Nein. Oh. Oh. Wow. 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 Was ist das? So eine Axt suche ich schon die ganze Zeit. Boah, heftige Axt des Todes bekommen. Oh, wie bei Silver. Erinnert ihr euch, dass es nicht gerade gleichzeitig... Ich glaube, das ist Bestimmung, dass ich eine Axt gefunden habe. Wo ist sie denn? Ja, was? Wo ist sie denn? Schwert? Schwerter? Geil, ich hab ne Axt. Ja. Okay. Okay, gut, wir haben eine Axt erhalten. Ich merke mir das. Zap. Gut, was ist denn das für ein Hebel? Okay. Das war keine gute Idee gewesen. Überhaupt keine gute Idee. Warum mache ich sowas? Könnte mir das mal jemand sagen? Also noch einmal. Okay. Am besten dies noch nicht töten lassen von komischen Winddingern hier. Weiß noch nicht wie, aber... Ach, fickt euch doch.
Okay, Leute, da sind wir wieder und wir hängen hier gerade direkt zwischen diesen beiden Rohren. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber egal. Gut, wir müssen hier langklettern. Extremes Langklettern. Ach Gott, nein, nicht mich töten, ne? Nicht mich töten. Dankeschön. Gut, jetzt müssen wir hier eigentlich durchkommen. Jetzt müssen wir durch sein. Los, klettern dein Leben. Geil. Gut, weiter geht's. Okay. Hoch, was ist denn das jetzt? Ich komme hier. Okay. Ja, schnell, du bist. Massaker, du hast keinen Kopf mehr. Ja. Okay, gut. Nicht durchdrehen, nicht völlig durchdrehen. Ach du Scheiße, was wollt ihr denn jetzt auch noch? Ja, sterbt einfach auch, weil ich euch auch nicht ab kann. Ja, ich bin der. Was? Split-Fehler, keine Ahnung. Gut. Kann ich hier irgendwie raufdrücken? On, off. Muss ich irgendwas zerstören? Ich mag gerne Sachen zerstören, also ich hätte. Ja. Alles klar, das macht jetzt auch gar keine Angst oder so. Hallo? Was ist das für ein Ort? Okay, ich merke schon. Gut, das ist so jetzt so eine Zeitaufgabe, ja? Das finde ich überhaupt nicht witzig, nur damit ihr es wisst. So viele Kreis, Digga. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich merke jetzt schon, jetzt geht das schon wieder da unten los. Das finde ich nicht witzig. Oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je. Oh je, ran um dein Leben. Puh. So, alles klar, da sind wir wieder. So, natürlich halt die kleine Sequenz übersprungen, wo die ganze Zeit Alarm sein muss. Das ist immer noch am besten, weil ich will damit nicht die ganze Zeit. Ach, scheiße, was ist denn das hier? Ja, tausende von denen. Oh Gott. Ja, okay, also nochmal zurück. Wo ist meine Knarre? Hier ist sie. Zack. So, hier müssen jetzt einfach Viecher sterben. Bin ich ganz stark für. So, hier, zum Beispiel du hier, mein Freund. Stirb, 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 stirb. Dankeschön. Gut, hier geht's weiter. Und wie es aussieht, ist hier gefährlich. Nicht, wow, das war scheiße. Okay, hier sind wir wieder. Und es geht sofort weiter. An den komischen Luftstrom-Dingsies vorbei. So hoffe ich doch. Oh Gott. Luftstrom-Dingsies, macht was ihr wollt, aber bitte. Tötet mich! Ja! Stirb. Oh, ja, genau. Als wenn das noch nicht schlimm genug wäre, ne? Genau, hätten wir alles irgendwie. Das ist doch schon wieder scheiße hier, ne? Ja, genau. Okay, hier sind wir wieder. Müssten an den komischen Pflanzenviecher immer noch vorbei und das Spiel zeigt mal wieder gerade, wie erbarmungslos es sein kann. Ich merke wieder, das Spiel war doch sehr scheiße schwer. Oh ja. Gut. Ich habe mich gerade wieder selbst abgeknallt. Das war keine gute Idee gewesen. Wo sind die Mistviecher? Zack. Alter, kommt her, Alter. Ich werde euch alle töten. Ich werde euch alle töten! Gut. Wo seid ihr? Waren's das? Okay, gut. Gut. Oh, der verbrennt. Das ist ein übler Tod. Ein sehr übler sogar. Oh, Äpfel finde ich klasse. Das war doch mal eine gute Idee von den Entwicklern, da endlich mal Verheilungsgegenstände einzubauen. Was findet ihr? Also, wie findet ihr das? Uiuiui. Jetzt kommt etwas, worauf ich gar keinen Plan habe. Ich glaube, das war dieses. Ah, genau. Das war dieses, wir nerven euch. Wir nerven euch, ist keine gute Idee. Und erstmal ganz viele Sachen einsammeln. Na, 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 na. Oh Gott, da seid ihr schon wieder, ne? Sehr super, sehr elegant. Okay, vielleicht wieder. Nein, die werde ich jetzt umbringen. Die werde ich jetzt umbringen. Das kommt jetzt noch. Ja, du kannst nicht gewinnen. Au, ich habe mich hier selbst abgeschossen. Das ist nicht witzig. Das ist irgendwie. Du hast den super Schatten der Vergeltung auf deiner Seite. Das geht ja wohl gar nicht. Oh, du bist tot. Sehr schön. Noch mehr Viecher, von denen ich wissen sollte. Auch irgendwas? Ja, da. Sehr schön. Du willst also auch noch sterben. Ich habe kein Problem damit, weißt du, wenn ich sterben wollte, müsstest du sagen und nicht mich, ich spuck dich mit Sachen an, so eine Scheiße machen, sondern sag das einfach. Das geht auch für dich! Okay, gut. Dann. Okay, das ist ganz scheiße, ich werde wieder. Nein, das ist falsch, oder? Nicht falsch? Jo, okay, super, ist mir okay. Super, nein, 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 nein
Alles klar? Nein, noch nicht. Das höre ich gerne. Und du bist auch hier so schön laut im Gespräch, das finde ich auch so geil. Blau, du sollst blau sein, ne? Gut, dann gehst du dann ein bisschen lauer weiter. Nein, du sollst blau sein. Das da. Da genau die Farbe, das ist deine. Kristall justiert. Nee, Kristall justiert. Nee. Blau? 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 Nein, du sollst rot werden. Werd rot. Rot ist deine Farbe der Leidenschaft. Los, werd rot. Kristall justiert. Geil. Ja, extremes Laserfeld. Und was öffnet sich? Die heilige Tür. Okay. Gucken wir nächstes Mal, was sich hinter dieser heiligen Tür befindet. Ich sehe euch nächstes Mal bei Let's Play Heavy Metal Fact 2. Und ein schöner Gruß an alle Bärenquäler.